Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich gedacht, ich probiere jetzt einfach mal mein Augenbrauenlifting aus. Falls ihr das Video mit der Wimpernwelle nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das jetzt mal ganz kurz hier. Und zwar habe ich mir nämlich die Wimpernwelle bestellt und damit eine Wimpernwelle gemacht. Genau, also so ein Wimpernlifting sozusagen. Ihr könnt euch das Video gerne mal anschauen. Ich habe euch da gefragt, ob ich das Ganze mit meinen Augenbrauen ausprobieren soll. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, Jill, du kannst einfach das Set von der Wimpernwelle benutzen und damit deine Augenbrauen machen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich probiere das Ganze einfach mal aus. Momentan, wenn ich mich schminke, dann bürste ich meine Augenbrauen sowieso immer so nach oben und fixiere die mit so einem Gel. Also ich mag das eigentlich momentan echt richtig, richtig gerne, dass sie so nach oben stehen. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich dann morgens nicht mehr stylen muss, sondern einfach nur einmal durchbürsten muss und die stehen nach oben, ist es perfekt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an. Ich bin komplett geschminkt, nur meine Augenbrauen sind nicht geschminkt. Schritt 1 ist auf jeden Fall, dass wir unsere Augenbrauen einmal sauber machen. Ich habe dafür jetzt hier von Garnier Skin Active das Micellenreinigungswasser. Das ist dieses hier, das ist jetzt irgendwie so eine Edition, also ich sag mal mit Rosenwasser, aber ihr könnt das ganz normale benutzen. Ihr braucht auch keine andere Lösung oder so, die in dem Set drin steht. Also es hat bei mir mit diesem Reinigungswasser auch bei der Wimpernwelle geklappt. Deswegen schätze ich mal, dass das auch funktionieren wird. Das werde ich auf dem Wattepad drauf machen und einfach einmal ganz kurz meine Augenbrauen reinigen. So, ich habe jetzt hier auf mein Wattepad einfach ein bisschen von diesem Reinigungswasser gegeben. Ich habe meinen Spiegel hier unten, also in meiner Hand eigentlich. Und deswegen schaue ich hier einfach nach unten und mache einmal meine Augenbrauen sauber. Natürlich geht jetzt auch schön das Make-up über meine Augenbraue und wahrscheinlich auch meinen Lidschatten komplett weg damit, aber ist ja nicht so schlimm. Wow, sieht das toll aus. Schau mal, der Make-up-Rand. Ich würde sagen, meine Augenbraue ist gereinigt. Also ich habe jetzt, ja, das ist jetzt Make-up, was ich hier abbekommen habe davon. Und jetzt gehen wir zu Schritt 2. Im zweiten Schritt bürsten wir unsere Augenbrauen einfach einmal ganz kurz durch. Ich habe hier so einen Augenbrauenstift immer noch, wie in meinem letzten Video auch, von NYX, der Augenbrauenstift. Und da ist ja so ein Bürstchen dran. Ich habe das kurz sauber gemacht und gehe damit jetzt einfach einmal durch meine Augenbrauen. Im nächsten Schritt braucht ihr jetzt diesen Spezialkleber, also der sieht so aus, der ist in dem Set enthalten. Bitte achtet nicht auf meine Fingernägel, die habe ich überlackiert. Auf jeden Fall, genau, ihr braucht den Spezialkleber und dann sind da ja auch so Zahnstocher dabei. Und damit bringt ihr jetzt einfach eure Augenbrauen in Form, weil die können ja jetzt nicht an dem Wimpernwelle-Röllchen haften oder so. Deswegen müsst ihr die einfach einmal so in Form kleben, damit die dann so natürlich auch bleiben, wie ihr die haben wollt. Das ist jetzt natürlich euch überlassen, ob ihr das stärker nach oben haben wollt oder weniger stark nach oben. Ich bin mal gespannt, wie ich das hier mache. Also ich werde meine schon relativ stark nach oben machen, weil ich will natürlich sehen, wie das Ergebnis aussieht. Und ich will ein starkes Ergebnis haben. Ich gehe dann jetzt hier auch parallel nochmal mit dem Wimpernbürstchen durch und bürste es nach oben. Ich glaube, das geht ein bisschen einfacher, wenn man den Kleber aufgelegt hat. Weil dann habe ich die richtig schön in Form und brauche keine Angst haben, dass die irgendwie komisch aussehen oder so doof überkreuzt sind. So, erste Seite ist fertig. Ich mache das Ganze jetzt auch mit der zweiten Seite. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn beide Augenbrauen schön fixiert sind. Und dann machen wir das Gel drauf, beziehungsweise dann machen wir zwei Gele drauf. Aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, meine Augenbrauen sind fertig hochgebürstet. Ich muss die auf jeden Fall, wenn es fertig ist, nochmal ein bisschen abschneiden, weil ja, ich weiß, das ist auf jeden Fall sehr krass. Also ich finde es gerade sehr krass. Wir benutzen jetzt das Gel 1 und tragen das einfach komplett auf die Augenbrauen auf. Ich hoffe, dass das klappt und dass das ausreicht. Ansonsten nehme ich halt einfach noch eine Verpackung. Hier ist auch so ein Pinsel dabei in dem Set. Ich habe euch das Set jetzt nicht gezeigt, aber ihr könnt gerne in dem Wimpernwelle-Video reinschauen. Da zeige ich euch das komplette Set. Deswegen habe ich das jetzt einmal nicht nochmal getan. Und ich nehme hier wieder meinen Spiegel zur Hand und bürste mir das jetzt hier einfach drauf, beziehungsweise ich pinsel mir das auf. Okay, also erste Augenbraue ist fertig. Ihr seht, ich habe das so ein bisschen dicker aufgetragen, weil ich habe auf jeden Fall noch genug. Ich zeige euch das mal. So viel ist da jetzt noch drin. Also ich habe auf jeden Fall noch genug.
Und ja, ich mache jetzt die zweite Augenbraue und dann zieht das Ganze 12 Minuten lang ein. Bei Bedarf steht dort 15 bis 18 Minuten, also in der Anleitung. Aber ich weiß nicht, wie meine Augenbrauen reagieren und so, deswegen ich lasse 12 Minuten. Und dann sehen wir uns in 12 Minuten wieder. So, meine lieben Freunde, Schritt 1 ist gemacht. Also 12 Minuten hat das Ganze jetzt Einwirkzeit gehabt. 12 Minuten ist das Ganze jetzt eingewirkt, richtig? Ich habe meinen Spiegel wieder hier und wir nehmen Gel 1 ab. Und zwar einfach mit einem Wattetuch. Also ich wische es jetzt hier hoch. Schön in der Form, also sozusagen ich gehe mit der Richtung, wo ich natürlich auch die Augenbrauen dann haben will und wische das Ganze jetzt nach hier oben. Es kommt auch so ein bisschen vom Kleber mit ab, also seht ihr das? Hier ist so ein fetter Klebefetzen, aber ist egal, ich lasse es einfach da und wische das Ganze am Ende dann komplett ab. Ich bürste jetzt gerade nochmal die Spitzen nach. Damit die auch ja alle noch so schön aussehen und nicht jetzt verwischt und verwuselt sind. Okay, ich würde sagen, der Schritt ist gemacht. Also wir haben Gel 1 wieder abgenommen. Ich habe das Ganze nochmal durchgebürstet, so wie ich es haben möchte. An manchen Stellen ist immer noch der Kleber drauf, weil ich mir dachte, ich lasse es besser, so safety-mäßig, damit auch ja gleich nichts verrutscht. Und jetzt kommen wir zu Gel 2. Gel 2 kommt in der gleichen Verpackung, also hat halt nur die Beschriftung Gel 2. Das Ganze sieht so aus, also hier ist etwas weniger drin, wenn ihr das sehen könnt. Hier ist nur so die Hälfte voll. Und ich trage das jetzt auch wieder auf und das Ganze darf dann 8 Minuten lang einziehen. So ein bisschen was auf dem Pinsel hier. Und dann ganz normal auch wieder, also ich mache es jetzt auch wieder auf die komplette Augenbraue drauf. So sieht das Ganze jetzt aus. Also hier ist jetzt Gel 2 drauf. Ich mache das jetzt noch ganz schnell auf der anderen Seite und dann zieht das Ganze 8 Minuten ein. Und ich würde sagen, nach den 8 Minuten sehen wir uns wieder. Die 8 Minuten sind um und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen einfach mit einem trockenen Wattepad erstmal diese Schicht wieder abnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Augenbrauen brennen auch ein bisschen, beziehungsweise meine Haut brennt ein bisschen. Hier ist schon ein bisschen Klebe, die mit abgeht. Also ich habe auch darüber nachgedacht, ob man so, das ist ja wie so eine Dauerwellenflüssigkeit, weil wenn es für die Wimpernwelle ist, dann ist da ja wahrscheinlich sowas drin, ob man das überhaupt auf die Haut machen darf, aber jetzt ist es sowieso egal, weil jetzt haben wir schon getan, jetzt ist das Ganze vorbei. Genau, auf jeden Fall, wir tragen das erstmal mit einem trockenen Wattetuch ab, Wattepad und das auch auf der anderen Seite. Was wir jetzt machen ist, wir machen nochmal auf ein Wattepad unser Micellenreinigungswasser drauf und reinigen so nochmal komplett unsere Augenbrauen, damit wir hier auch die ganzen Kleberückstände abbekommen. Und dann bin ich echt auf das Ergebnis gespannt. Hier habe ich mein mein Wattepad mit Micellenreinigungswasser und oh, das brennt echt an der Haut. Also generell, meine Haut brennt. Ich glaube, die ist halt voll gereizt jetzt. Aber egal. Was man nicht alles so macht. Okay, also so sieht das Ganze jetzt aus, nass abgeputzt. Also ich habe das ja jetzt mit dem nassen Wattepad jetzt nochmal gereinigt und ich werde jetzt hier nochmal mit einem trockenen Wattepad drüber gehen, damit meine Augenbrauen so ein bisschen antrocknen und ich die gleich einmal einfach ganz kurz durchbürsten kann. Und dann bin ich echt auf das Ergebnis gespannt, also ob man da jetzt was sieht oder nicht, weil die Augenbraue, vor allem hier oben und so, das brennt echt extrem. Also ich weiß nicht, ob man das machen sollte, aber naja, Hauptsache ich habe es überlebt, Hauptsache da passiert jetzt nichts mehr. Okay, jetzt bürste ich die mal durch. Ich bin so aufgeregt. Oh, das tut richtig weh. Okay, also so sieht das Ganze aus. Die Sache ist, ich finde es ein bisschen komisch, weil ich kann die halt in jede Form bürsten, wie ich das haben möchte. Also ich kann die auch theoretisch noch in diese Form bürsten. Das Bürsten tut aber unnormal weh. Also meine Haut ist richtig gereizt und also mit dieser Bürste da durchgehen, diese Haare, also diese Borsten von der Bürste tun auf der Haut echt richtig weh. Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall nicht empfehlen irgendwie. Ja. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll.
Ich schneide meine Augenbrauen jetzt mal zurecht. Ich mache mein Make-up hier drumherum wieder ran und bürste einfach noch meine Augenbrauen dann gleich nochmal durch, wenn die fertig sind. Also wenn die zurechtgeschnitten sind. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ich lasse meine Augenbrauen jetzt kurz ein bisschen entspannen und sage euch dann Bescheid, wie das ist mit dem Wehtun, weil das ja jetzt schon so ein bisschen brennt, die Haut. Ja, ich melde mich auf jeden Fall gleich einfach nochmal, damit ihr auch Bescheid wisst, ob ihr das nachmachen könnt oder nicht. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie eure Haut reagiert. Und selbst wenn es jetzt bei mir gleich nicht mehr wehtut, kann es trotzdem passieren, dass dann bei euch richtig was passiert oder dass euer komplettes Auge oder so anschwillt. Deswegen, also wenn ihr sensible Haut habt, würde ich euch das sowieso nicht empfehlen, egal was ich sage. Und ich bin auch kein Arzt und sowas, also jetzt hier kurzer Disclaimer. Also falls irgendwas passiert, nein, ist nicht meine Schuld. Probiert es aus, wenn ihr meint, dass ihr es könnt. Ansonsten würde ich es lassen und ich sage euch auf jeden Fall gleich kurz nochmal Bescheid. Also es sind jetzt so ungefähr 10 Minuten vergangen. Ich habe meine Augenbrauen auch ein bisschen gekühlt, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es geht. Also es tut jetzt auch nichts mehr weh und es ist jetzt auch alles wieder okay. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Make-up gemacht. Also ja, ich hoffe, es sieht jetzt einigermaßen okay aus. Ich habe meine Augenbrauen noch in Form geschnitten und jetzt einfach so ein bisschen, noch ein bisschen gebürstet. Und worüber ich natürlich nicht nachgedacht habe, ist, dass die jetzt hier so total anliegend sind. Und die hier vorne, also diese ganz kleinen hier vorne, die habe ich halt nicht mit den Gelen eingeschmiert und nicht hochgeklebt und sowas alles. Und die sind jetzt hier so ein bisschen locker, also so ein bisschen so wie meine Augenbrauen halt sonst sind. Die kommen so nach vorne und stehen so in jede Richtung. Und die anderen sind halt echt wie so richtig angeklebt und angepappt. Ich dachte, die würden auch so sich wieder in diese lockere Haarform bewegen, machen die nicht. Also falls ihr es nachmachen solltet, was natürlich dann eure eigene Verantwortung wäre und so, also probiert es aus, probiert es nicht aus, das ist euch überlassen. Dann macht auf jeden Fall aber, wenn ihr es macht, dann halt vorne die Augenbrauen auch mit, also laminiert die sozusagen auch mit dem Gel. Und ja, so sehen meine Augenbrauen aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich dran gewöhnen. Ich finde, ich sehe aus wie eine komplett andere Person. Also gerade auch, als ich vor dem Spiegel stand, dachte ich mir so, gefällt es mir jetzt oder gefällt es mir jetzt nicht? Ich weiß es nicht so ganz, ich finde es aber eigentlich ganz okay. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich muss mich dran gewöhnen. Und ich hoffe, dass euch das Video irgendwie gefallen hat, weitergeholfen hat, ein bisschen entertained hat, ich weiß nicht. Ich habe echt nicht gedacht, dass da so ein halber Fail bei rumkommt, also dass meine Augenbrauen so wehtun. Ich dachte, ich würde euch einfach nur die Schritte zeigen. Aber naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!